Hallo und herzlich willkommen zurück bei TechVergleich. Heute geht es um die besten Convertible 2-in-1 Tablets auf dem Markt. Convertible Notebooks sind sehr praktisch, weil man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Man hat ein Notebook und bei Bedarf ebenfalls auch ein Tablet. Je nachdem, wie auch diese Mischung bei den Geräten umgesetzt wurde, ist diese Funktion mehr oder weniger nützlich im Alltag. Wenn man überlegt, sich ein Tablet und ein Laptop zu holen, macht es vielleicht wirklich Sinn, sich mal mit den Convertible Tablets zu beschäftigen, denn preislich kommt man hier meistens auch insgesamt günstiger raus. Welches Modell für euch das beste ist, das werden wir jetzt hier klären. Wir werden euch zuerst unseren Testsieger vorstellen, danach noch eine günstigere und zum Schluss als drittes eine noch hochwertigere, noch leistungsstärkere Variante. Die Links zu allen hier vorgestellten Produkten findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Informiert euch dort doch gerne noch selbst über die Produkte. Unser persönlicher Favorit ist der Microsoft Surface Pro 7, da er unserer Meinung nach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Das Tablet an sich bringt nur leichte 775 Gramm auf die Waage und weist eine Dicke von nur 0,8 cm auf. Damit zählt das Gerät schon allein zu den leichtesten und dünnsten 2-in-1 Tablets überhaupt. Wer also auf der Suche nach einem eleganten, top verarbeiteten Gerät ist, dürfte mit dem Microsoft Surface Pro 7 sehr zufrieden sein, aber auch leistungstechnisch bringt das Gerät einiges mit. Es besitzt erstmal ein 12,3 Zoll Display, einen Intel Core i5 Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher. In der Standardvariante kommt es mit 256 GB SSD Festplattenspeicher und hat von vornherein natürlich Windows 10 Home installiert. Mit der Leistung des Surface Pro 7 sind die meisten Arbeiten an einem Laptop möglich. Klar, hochauflösendes Editieren von 4K Videos oder das Spielen von sehr hochwertigen Games ist mit dem Gerät eher schwieriger, aber wie gesagt, alle, gerade Office oder normale Designarbeiten, werden mit dem Microsoft Surface hier möglich. Damit besitzt es die Leistung von einem normalen Laptop und gleichzeitig die Flexibilität eines Tablets. Die dünne Tastatur, die das Gerät zu einem kleinen Laptop macht, wird einfach unten an das Tablet angeschlossen, sodass es sehr, sehr schnell vom Tablet in einen Laptop umgewandelt werden kann. Ausgestattet ist das Tablet außerdem mit zwei Kameras, eine mit 5 Megapixel Frontkamera, die auch super für Videochats genutzt werden kann, und eine Rückkamera mit 8 Megapixel, welche auch durch aus respektable Fotos schießen kann. Klar kann man hier keine Oberklasse-Aufnahmen erwarten, aber für Schnappschüsse oder ja, simples Fotografieren von Dokumenten beispielsweise eignet sich die Kamera hervorragend. Das hochauflösende Touch-Display des Geräts stellt Inhalte dank 2700x1800 Pixel sehr detailreich und scharf dar. Auch bietet es eine überdurchschnittlich starke Helligkeit, einen sehr hohen Kontrast und eine große Farbraumabdeckung von über 90%. Ein kleiner Negativpunkt ist, dass der Bildschirm spiegelnd ist, also vor allem im Outdoor-Einsatz mit Sonne eher weniger gut geeignet ist. Sehr gut ist hingegen wieder der Lithium-Ionen-Akku, der verbaut ist. Dieser kommt auf eine durchschnittliche Laufzeit von 10 Stunden, bis er wieder aufgeladen werden muss und ist damit super auch zum Beispiel für die Uni oder das Arbeiten fernab einer Steckdose geeignet. Das Microsoft Surface Pro 7 bietet alle Qualitäten, die man von Convertibles erwartet, kommt mit mehr Rechenleistung als sein Vorgänger und auch einem neuen USB Type-C-Port. Microsoft bleibt zudem bei seinem schlanken und edlen Design mit stabilem Aluminiumgehäuse und auch das Display besitzt hier wieder eine hohe Helligkeit, gute Farben sowie eine sehr hohe Auflösung. Besonders ist bei diesem Modell, dass es auch ohne Lüfter auskommt und deshalb auch bei höherer Rechenleistung ziemlich leise bleibt. Das Gerät an sich ist, wie gesagt, auf jeden Fall unser Preis-Leistungssieger. Was wir etwas negativ finden, ist, dass die Tastatur noch separat dazugekauft werden muss, genau wie ein Microsoft Stylus Pen, wenn man diesen noch braucht. Alles ist, wie gesagt, separat erhältlich, kann diese Dinge aber auch notfalls gebraucht kaufen und bleibt damit immer noch in einem preislich sehr vertretbaren Rahmen. Mehr Infos zum Microsoft Surface Pro 7 in der Videobeschreibung, aber wenn euch so ein Gerät zu teuer ist, beziehungsweise ihr auch einfach nicht unbedingt so viel Leistung benötigt, dann ist vielleicht folgende Alternative für euch interessant, und zwar die Microsoft Surface Go Reihe. Hier haben wir das aktuelle Modell, das Microsoft Surface Go 2, welches einen etwas kleineren Bildschirm und allgemein eine etwas kleinere Leistung besitzt. Beim Bildschirm haben wir hier 10,5 Zoll, damit bewegt sich der Microsoft Surface Go 2 in den Reihen von großen Tablets. Beim Arbeitsspeicher sind wir hier immer noch bei 8 GB RAM, allerdings haben wir hier nur noch einen Intel Core M3 Prozessor verbaut. Beim Speicherplatz kommt der Surface Go 2 mit 128 GB
SSD. Aber genau wie sein großer Bruder, das Surface Pro 7, kommt er mit einem geringen Gewicht, hier nur 544 Gramm und einer langen Akkulaufzeit, hier ebenfalls bis zu 10 Stunden. Außerdem lässt sich das Gerät hier auch wieder als Laptop oder Tablet verwenden. Wer die Tastatur haben möchte, muss die sich hier Microsoft-typisch wieder dazu kaufen. Trotzdem lohnt sich das Ganze unserer Meinung nach. Man hat hier Windows 10 verbaut, kann aber auch, wenn man das Gerät erhält, kostenlos auf Windows 11 updaten. Mit dem Intel M3 hat man immer noch genügend Leistung, um Office-Programme und alle normalen Internetaktivitäten zu ermöglichen. Die integrierte Intel-Grafikeinheit unterstützt den Prozessor auch beim Abspielen von hochauflösenden Videos, womit sich auch Netflix und Co. problemlos verwenden lassen. Der etwas kleinere Bildschirm im Vergleich zum Surface Pro 7 bildet auch eine etwas geringere Auflösung, die mit 1900x1200 Bildpunkten aber immer noch größer ausfällt als beim ersten Surface-Modell und für ein Abspielen von Full HD, Filmen und Serien ausreicht. Abstriche muss man hier aber nicht bei der Helligkeit oder den Kontrast machen, diese sind wie beim Surface Pro 7 sehr ansehnlich. Auch besitzt es wie das Pro 7 keinen aktiven Kühler, womit störende Lüftergeräusche hier nicht zu erwarten sind. Allgemein muss man sagen, dass der größte Nachteil wirklich immer noch hier das Fehlen der Tastatur ist. Ansonsten ist das Modell vor allem für Einsteiger und sparsame Käufer sehr gut geeignet, da es einfach für die meisten benötigten Alltagsanwendungen sehr gut geeignet ist, dabei trotzdem noch ziemlich schick aussieht und für einen sehr angenehmen Preis von unter 500 Euro noch zu haben ist. Mehr Infos zum Microsoft Surface Go 2 über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Wer hingegen etwas anspruchsvoller ist, mehr Leistung braucht, ein größeres, stärkeres Modell und auch etwas mehr Geld für die Anschaffung zur Verfügung hat, der sollte sich jetzt mal mit unserer zweiten Alternative, dem HP Spectre X360, auseinandersetzen. Hier handelt es sich um einen 13,3 Zoll großen 2-in-1 Convertible Laptop, welches erstmal einen starken Intel Core i7 Prozessor verbaut hat, dann einen 60 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB SSD Karte. Hier handelt es sich also wirklich um einen schon sehr leistungsstarken Laptop, welcher gleichzeitig auch noch die HP Pavilion Funktion besitzt, bedeutet, dass man ihn zu einem Tablet einfach umklappen kann und so nicht nur die starke Leistung des Laptops, sondern auch gleichzeitig die Praktikabilität und Flexibilität eines Tablets hat. Dabei gibt es hier keine Tastatur, die man dazu kaufen muss, sondern die ist beim HP Spectre gleich mit dran und wird wie gesagt dann bei der Formation umgeklappt. Dadurch, klar, jetzt hier wieder ein kleiner Nachteil, ist das Gerät natürlich auch etwas schwerer und ein wenig unhandlicher als die Microsoft Surface Modelle. Dabei bleibt es designtechnisch unserer Meinung nach trotzdem ziemlich schick und modern. Es besitzt schmale Displayränder und allgemein ein ziemlich abgerundetes, modernes Design. So sieht der 2-in-1 Laptop in jeder Position unserer Meinung nach sehr gut aus und bietet uns wie gesagt mit seinem starken Arbeitsspeicher und Prozessor eine ausreichende Leistung, um auch anspruchsvollere Aufgaben mit dem Convertible zu erledigen. Dazu gehören das Schneiden von aufwendigen Videos, das Spielen von hochauflösenden Computergames oder auch das Erstellen von Animationen oder Bearbeiten von hochauflösenden Fotos. Mit dabei im Zubehör ist nicht nur die Tastatur, die ja wie gesagt mit dem Display per Scharniere verbunden ist, sondern außerdem noch ein HP Active Pen, mit dem man das Gefühl hat, als würde man auf Papier schreiben. Das alles ist hier mit dabei, klar zahlt man hier auch um einiges mehr drauf als bei den Microsoft-Modellen, hat dadurch aber das gesamte Paket, was man hier so benötigt, mit dabei. Wem der Laptop etwas zu groß oder zu klobig ist und dann doch lieber auf eine etwas leichtere Variante zurückgreifen möchte, dem können wir wie gesagt das Microsoft Surface Pro 7 empfehlen. Der muss sich hier aber noch die extra Tastatur dazu kaufen, auch die haben wir mal in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Ansonsten könnt ihr mehr Informationen zum HP Spectre X360 unter dem dritten Link in der Videobeschreibung erfahren. Wir bedanken uns jetzt fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch viel Spaß mit eurem neuen 2-in-1 Convertible. Bis zum nächsten Mal bei Tech-Vergleich.